Hallo, mein Name ist Peter Spork. Ich bin Autor dieser Riff-Reporter-Koralle Erbe und Umwelt, was Gesundheit und Persönlichkeit prägt. Und ich bin mal wieder da, um eure Fragen zu beantworten in dieser Reihe Fragen Sie Peter Spork. Heute soll es um das Thema gehen, was ist eigentlich Epigenetik? Die Frage wird mir immer wieder gestellt. Kein Wunder, denn ich bin Autor von Der zweite Code. Das war das erste, weltweit erste populärwissenschaftliche Buch zur Epigenetik, als es 2009 erschienen ist. Es liegt inzwischen in der zigsten Auflage vor, wird immer noch viel gelesen und gekauft. Und dennoch gibt es viele Menschen, die mir eben diese Frage stellen per E-Mail. Was ist eigentlich Epigenetik? Ich könnte natürlich sagen, kauft euch einfach das Buch, aber das kann ich schon verstehen, dass das nicht sein muss. Also heute ganz kurz in 5 Minuten erklärt, was ist Epigenetik. Epigenetik ist eine Wissenschaft, das heißt, die zur Genetik gehört. Epigenetik heißt so viel wie Neben-, Über-, Zusatzgenetik und sie beschäftigt sich mit Strukturen, die an und neben den Genen sitzen. Deshalb dieser Begriff Epigenetik. Die Gene selbst, das wissen sicherlich die meisten von Ihnen, die sind kodiert in diesem Erbgutmolekül DNA, das wiederum in jeder unserer Zellen mehr oder weniger aktiv ist. Wir haben 30 Billionen Körperzellen, in jeder dieser Zellen sind 2 Meter DNA-Faden, darauf sind 22.500 Gene und in jeder Zelle sind unterschiedliche dieser Gene aktiv. Es sind sogar unterschiedliche Teile dieser Gene aktivierbar. Jede Zelle kann die einen benutzen, die anderen nicht. Das macht zum Beispiel einen Unterschied zwischen Leber, Haut, Nervenzellen aus. Wir haben ungefähr 250, 300 Zelltypen in unserem Körper. Die sind genetisch alle gleich, epigenetisch sind sie unterschiedlich. Und darüber entscheiden eben diese Strukturen an und neben den Genen. Hier habe ich ein Modell. Das ist von Thomas Jenowein, Max Planck Epigenetiker, einer der weltberühmtesten Epigenetiker überhaupt. Kriegt vielleicht mal einen Nobelpreis hier. TJ hat sogar unterschrieben, das Modell. Und das zeigt im Grunde die DNA, die immer wieder auf solche Eiweißmoleküle aufgewickelt ist. Und diese DNA kann entweder ganz kompakt gefaltet sein, das ist immer der Fall, wenn ganz viele Methylgruppen angelagert sind, CH3-Gruppen, oder sie kann ganz locker auseinander sein und dann können ganz viele Gene abgelesen werden. Das ist immer der Fall, wenn viele Acetylgruppen angelagert sind. Es können auch ganz andere Sachen passieren. Es kann phosphoryliert, ubiquitinisiert, suboemisiert werden. Das kann einmal, zweimal, dreimal passieren. Die Botschaft davon ist, jede unserer Zellen hat ein Gedächtnis, mit dem sie auf Umwelteinflüsse reagieren kann. Sie kann Schalter und Dimmer an und neben den Genen verstellen und sozusagen Zustände einfrieren. Wenn ich also jeden Morgen joggen gehe, wenn ich mich gesund ernähre, wenn ich darauf achte, eine gute Bindung zu meinen Kindern zu haben, eine gute Beziehung, den Kindern viel Geborgenheit und Liebe zu schenken, dann verändert das den Stoffwechsel dauerhaft und das wird in den Zellen abgespeichert. Es verändert die Epigenetik, diese Schalter und Dimmer in den Zellen und das wiederum wird dann von den Zellen nicht nur gespeichert, sie erinnern sich nicht nur daran, sondern sie geben es auch weiter an ihre Tochterzellen und so pflanzt sich die Information vielleicht aus der frühesten Kindheit, vielleicht sogar aus dem Mutterleib, fort bis ins hohe Alter und kann noch unser Erkrankungsrisiko mit 60, 70, 80 Jahren beeinflussen. Was ich in meiner Kindheit gegessen habe, wie gut die Bindung zu meinen Eltern war, wie viel Stress ich hatte, diese Dinge beeinflussen meine Gesundheit noch Jahrzehnte später, meine Lebenserwartung. Und das, warum das so ist, das können wir jetzt dank dieser neuen Wissenschaft der Epigenetik, der Zusatzgenetik, viel besser verstehen als früher. Wir lernen auch, dass manche Krankheiten deshalb entstehen, weil sich die Genregulation verändert, die epigenetische Genregulation und nicht so sehr die Genetik, die Gene mutiert sind. All das und noch viel mehr ist in diesem riesigen neuen Forschungsgebiet der Epigenetik enthalten und ich hoffe, ich habe damit jetzt in dieser kurzen Zeit zumindest die Basis erklärt, womit Epigenetik sich beschäftigt, was eben diese Epigenetik eigentlich ist. Danke.